Okay, in Japan ist man einiges an Skurrilitäten gewohnt. Aber ist Japan auch bereit für Martina Big? Gelten ja als sehr weise. Martina Big mit ihrem Mann Michael machen zusammen Tokio unsicher. Also zumindest der Rikscha-Fahrer ist sich unsicher. I'm sorry. No. Die beiden Verliebten genießen Japan in vollen Zügen. Besser gesagt in vollen Rikschas. Für die zierliche Martina bleibt leider kein Platz. Aber halb so wild. Oh, ist schön. Entschuldigung, dass du nicht mitfahren kannst, mein Mäuschen. Naja, aber ich habe mir gedacht, das ist ein bisschen knapp gemessen. Und vor allem, wenn nur einer zieht. Eigentlich machen wir alles gemeinsam, aber das wäre also, man muss ja auch auf den Mann ein bisschen Rücksicht nehmen. Das wäre einfach zu schwer geworden, also jetzt uns beide zusammen. Gut, das mit der Rikscha hat jetzt nicht geklappt, aber in die Wohnung einer japanischen Familie passen zum Glück beide, auch wenn sie sich anpassen müssen. Aber die Japaner haben es jetzt so, wenn man auf Toilette geht, haben die also da extra Toilettenpantoffel, die man also anzieht. So zieht man sich also jetzt hier die Toilettenschuhe an, verrichtet sein Geschäft und dann wechselt man gleich wieder. Martina und Michael staunen über die japanischen Bräuche und die Japaner staunen über sie. Von wann ist das Foto? Vorletztes Jahr. 2 Jahre ist das her. 2 Jahre. Wenn man in Japan Schönheits-OPs macht, dann versteckt man die eher. Nicht so wie bei Martina. Und auch beim Essen sind die Japaner anders aufgestellt als bei Martina und Michael zu Hause. Die japanische Familie betreibt selbst einen Feinkost-Sushi-Lieferservice in Tokio, welcher bei Michael absolut punkten kann. Was anderes als Thunfisch aus der Dose? Ich finde das unheimlich imponierend, also wie ordentlich und alles, also dekorativ, alles ins Detail hat. Also die Servierte hat ihr eigenes Körbchen, dann also die Stäbchen, also schön in so einem Halfter drin. Hier ist Michael so richtig auf den Geschmack gekommen. Nach der Verabschiedung umtreibt beide, nun ja, noch ein kleines Hüngerchen. Aber Gott sei Dank gibt es in Japan für so gut wie alles eine Maschine. Ach so, ein Automat. Da drückt man drauf, welches Menü man möchte, tut das Geld rein und kriegt dann irgend so einen Bon, wie heißt das, mit einer Nummer. Gesagt, getan. Und nach ein paar Minuten hält Michael die lang ersehnte Nudelsuppe in den Händen. Na, endlich eine vernünftige Portion, weil viele hier in Japan haben da so Puppenküchenmenüs, da alles den hohlen Zahn. Aber hier hast du endlich mal europäische Größen. Europäische Größen hält Michael wohl gerne in den Händen. Ein Schelm, wer dabei jetzt etwas Böses denkt.